Overcooked 2. Drücke A oder die Leertaste, um zum Fortfahren. Okay. Okay, dann musst du wahrscheinlich erstmal ein Tutorial machen. Ja, das kommt. Ich lade dich gleich. Lizenz annehmen. Gibt es hier irgendwo Optionen? Weil das ist mir relativ laut hier gerade. Ja, Einstellungen rechts. Tutorial. Ja, das wäre mal ganz. Das wäre sinnvoll, mal ein Tutorial machen. Deshalb habe ich auch die Story ausgewählt. Das wäre mal sinnvoll, weil Fünf beruht auf wahren Begebenheiten, nur die im Namen, Orte und Personen sind anders. Okay. Kurz nach der Teepause. Ich spiele das zum ersten Mal, ich muss erstmal reinkommen, also. Endlich. So lange habe ich auf diesen Moment gewartet, was wir alles durchgemacht haben, um den Nobelpreis zu gewinnen. Moment, blöd gefragt, kannst du die Texte auch wegklicken oder? Ah ja, kannst du, okay. Schaut es dir an, Kevin, das berühmte Gastronomikon. Grimorium Gastronomikon. Kannst du es auch lesen? Ja, ja, die Texte synchronisiert. Ah ja, man kennt das berühmte magische Kochbuch. Sehr schön. Das magische Kochbuch. Wuff. Was für ein süßes Hündchen. Wuss? Wuff, sagt er. Das ist nicht gefährlich, stell dich nicht so an. Dieses Buch bringt das Geheimnis zu ewig währender kulinarischen Herrlichkeit. Löse in einer großen Schüssel Zucker in warmem Wasser auf und rühre dann heftig ein. Hefe. Was? Achso, Hefe. Ein Würfel Hefe. Ja. Lasse diese Mischung gehen, bis die Hefe eine voll schaumige Form annimmt. Klingt nach Hefeteig. Ein bestätigendes Bellen. Mische Salz und Öl, vermenge es mit Mehl. Knete den Teig und bedecke ihn mit einem feuchten Tuch. Müssen wir uns das vielleicht merken irgendwie? Oder nee, das ist nur Story. Wollte ich gerade sagen. Ist lustig. Und dann lass ihn aufgehen. Oh, lebendige Toasts. Okay, cool. Zombie-Toasts. Wenn aufgehen, auferstehen. Brot-Zombies auf. Hahaha. Okay, beruht auf einer wahren Wahrscheinlichkeit. Ja. Ist so wirklich passiert. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So war das nicht gemeint. Jetzt ist es das. Was ist das? Unbroten. Oh Gott. Oh nein, die Unbroten. Die Unbroten. Die sind sogar schon schimmelig. Ihr dieses Wortspiel. Nein, absolut nicht. Das Wortspiel war schrecklich. Die Unbroten. Als meine besten Köche, also zumindest jene, die gerade hier sind, kümmert euch darum. Schlagt sie zurück. Ich deute das mal als Kompliment. Die scheinen richtig hungrig zu sein, also los. Ja, wir müssen jetzt Unbrot zurückschlagen. Okay, und ich bin jetzt. Ah, du hast den Hai ausgewählt. Okay, ich bin der Hai, das habe ich nicht ausgewählt. Okay, wenn du meinst. Nimm den Kohl. Und was muss ich jetzt machen? Wie nehme ich ihn? Den Kohl nehmen und schneiden. Wie nehme ich ihn? Das müsste angezeigt werden. Ah! Nö, wird mir nicht angezeigt. Nimm Leertaste. Wird mir nicht angezeigt. Ich kriege hier kein Tutorial. Was mache ich hier? Bei mir wäre es X. Nö. Ich kann wieder aufheben. Enter. Warum kriege ich hier kein Tutorial? Tomate. Okay, ich habe hier eine Tomate, kann ich aufheben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warum sagt sie mir das Spiel nicht? Ich kann dir leider nur die Controllerbelegung zeigen. Kauf dir endlich einen Controller, die kosten 5 Euro. Okay, die besten Köche des Landes. Ich versuche mal alle Tasten. K, L, Ö, nee, das habe ich schon probiert. Leertaste ist wieder hochheben. B,
Alt. Also alt bringt auch irgendwas. Nö. Ich kann halt auch nicht auf Tastatur. Das nach unten. Leerzeichen zur Steuerung. Ah, Steuerung ist es. Wie hätte ich darauf kommen sollen? Okay, mit Steuerung. Jetzt räumen wir den Kohl hier hin. Irgendwo. Also hier, das und das muss dann hier so. Ja. Okay. Eine Gurke. Mit Steuerung. Ist ja ziemlich scheiße. Mit Steuerung. Wie soll das denn mit. Wie soll das denn gehen? So hochheben und hier so. Und dann so und dann. So. Und Steuerung. Ja, hier drauf. Was muss ich tun? Den neuen Follower gerade begrüßen. Wir haben einen neuen Follower. Sei gegrüßt, Raduberg. Willkommen, ey, nur eine Minute. Koch, wir sind in der Großküche. Ja, da liegen Tomaten, die kannst du nehmen. Ja, schön, ich habe ja keinen Platz für Tomaten. Und hier ist der Kohl. Danke. Kohl hier rauf. Ich glaube, das ist ein Salat. Mein Raduberg. Okay. Ja. Hier sind Tomaten. Gurke habe ich hier. Tomate habe ich hier. Salat. Salat kommt. Jo. Salat wird genommen. Salat wird geschnitten. Ich kann dir auch schon mal alles rüberschmeißen. Ach, Mann. Sind die denn so anspruchsvoll? Nee, ich sag einfach zu dem, was hier gerade geschrieben wurde in meinem Chat nix. Ich sag dazu nix. Kein Kommentar. Moment, ich will's lesen. Scheiße, ich hab's nicht offen. Es ist, nee, ich sag dazu nix. Was denn? Hat er dich beleidigt? Hat er dich fett und alt? Nee, ist nicht, ist keine Beleidigung, aber es ist. Was denn dann? Wollt er mitspielen? Ja, er will mitspielen. Natürlich. Sie wollen immer mitspielen. Sie wollen immer mitspielen. Willkommen auf Twitch. Okay. Salat. Also ich habe eine Gurke, noch eine Gurke. Wollen die Gurken rüber? Ich brauche Gurken. Sekunde. Kann ich hier nicht greifen? So, hier. Hier. Oh, die Zeit wird knapp. Ist noch eine Gurke. So, Tomate. Jetzt wird's eng. Ich die Salate. Können hier nichts abschließen sonst. So, hier, Salat. Nein. Ja. Noch ein Salat. Der ist schon fertig. Der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig. So, hier, zack. So, hier, noch ein Salat. Verdammt. Zeit abgelaufen. Wir sind schlecht. Ja. Nein, Raduberg, du kannst nicht mitspielen. Vielleicht solltest du das einfach als Panel direkt unten drunter schreiben. Ja. Ihr dürft nicht mitspielen. Bei Minecraft hatte ich das schon im Titel stehen, regelmäßig, aber ja. Es hat nichts gebracht, oder? Ja. Doch, bei Minecraft bringt es was, aber ich will es jetzt nicht immer im Titel stehen haben. Es ist. Ja. Es gibt die Story. So eine Kachel unten rein. Mach ich. Oh, ich hab grad die Story geskippt, sorry. Ja, egal. Mach weiter. Wir müssen Königreich retten und wir haben einen. Wir müssen Dinge suchen und wir müssen kochen. Kann ich das irgendwie ändern? Ich will kein Hai mehr sein. Ja, ich glaube im Menü einfach. Oder? Oh, wir können mit dem König reden. Worauf wartet ihr los? Okay, wir müssen gehen. Moment. Okay, Sekunde, mach mal hier. Ich würde mal gerne den Charakter ändern. Jetzt habe ich Steuerung verlassen, weiter. Wo kann ich den Charakter ändern? Ja, gut, vielleicht geht's nicht. Du bist jetzt einfach der Hai. Mist. Ich habe die Ratte, das ist auch nicht so gut, aber. Ich kann mir die Steuerung angucken, das wäre mal gar nicht schlecht. WASD nach links bewegen. Rechts bewegen. Ja, schneiden, werfen ist. Linke Steuerung. Außer mir fallen, okay. Sprinten ist L alt, okay. Ist aber seltsam. Kann ich vielleicht mal das schneiden? Das würde ich gern auf F packen. Geht das?
So, dann muss aufsammeln und fallen lassen auf die Leertaste. Das war schon ganz gut so. Sprinten. Sprinten kann gern auf Steuerung. Das dann hier aufsammeln. Sehr gut. Anwenden. Okay, sehr schön. Wir gehen. Lass uns weitermachen. Tastenspiel 1. Okay. Was haben wir hier? Spielmodi. Spielmodi. Okay, kannst du auch steuern oder kann das nur ich? Was steuern? Den Bus. Nee, scheinbar nicht. Ah, ich darf die Level auswählen. Okay. Stimmt. Als Host darfst du es auswählen. Fangen wir mal beim ersten an. Fangen wir mit dem ersten an, wie wär's damit? Muss leider sein. Wir müssen 300 Punkte kriegen, das werden wir nicht schaffen. Das wird schwierig. Neues Rezept. So macht man's. Okay, ah. Ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie es zu machen ist. Ja. Gib mal einfach her die Sachen. Kann ich schneiden? Wie kann ich schneiden? Bei mir ist es Steuerung. Bei mir ist es Steuerung. Ja, aber jetzt nicht mehr, aber jetzt ist F. Moment. So? Da, du musst geben hier. Ja. Okay, und jetzt? Achso, hier gibt's Schrimps. Und hier müssen wir kochen. Hier F. Und hier, zack. Sehr okay, schön. Einer macht also die Schrimps, der andere macht den Fisch. Hier gibt's Schrimps. Ja. Nein! Ich mach Schrimps. Das bin ich so unfähig. Warum krieg ich exorbitant viel mehr zu tun als du? Ich brauche einen Teller. Achso, du musst einen Teller mal dazu packen. Sehr schön. Gibt's noch einen Teller? Du kannst das Zeug auch direkt da drauf packen. Warum bringst du das Zeug dahin statt einfach? Er wird dann nur einen Teller hinstellen. Warum stellst du Teller dahin? Du kannst einfach daneben hinstellen. Effektivität, wir sind in der Großküche. Ach, verdammt, ein Teller. Ja, hier. Nein, komm. Jetzt leg ich auf die Kiste. Wir sind beide so unfassbar unfähig. So, hier, zack. Okay, Teller mehr übrig. Ah, da kommt neuer. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben keine Zeit, wir müssen so viel wie möglich schaffen. Hey, okay. Brauchen Geld. Geld. Ich stell mal schon mal neue Teller hin. Lass doch die Teller, wie kannst du einfach direkt nebendran hinstellen? Du kannst einfach ohne einen Teller zu nehmen Zeug draufpacken. Siehst du? Hier, so. So, hier. Achso, Schrimp. So, hier drauf und zack. Na komm. Und so. Oha. Nicht mehr viel Zeit. Halbe Minute noch. Langsam werden wir gut. So, hier. Teller. Teller. Na komm, einen krieg ich noch hin. Na komm, einen krieg ich noch hin. Sehr gut. Okay. Lassen wir's bleiben. Wird nichts mehr. Schade. Haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Gerade so. 12 haben wir. Oh, geht doch. Lässt sich aushalten. Ja, geht. Das war jetzt schon super stressig und wir sind ziemlich schlecht. Was mein Twitch-Chat angeht, ich habe ja eingestellt, dass nur Follower schreiben können. Das heißt, das Schlimmste habe ich schon verhindert. Das heißt, die schlimmsten Leute, die einfach so reinkommen und ohne uns zu followen, einfach mal schreiben, kann ich mitspielen? Das meiste habe ich dadurch schon vermieden. Und ich dachte eigentlich auch, dass es. Aber gut.
Aber was er nicht weiß, ist, ich besitze jeden einzelnen Account, der immer schreibt, darf ich mitspielen.